im Juli also dann diese Mannschaft betreuen. In Uerdingen könnte sich zum Saisonende auch ein Trainerwechsel andeuten, denn Timo Konietzka hat bisher, das kann man glaube ich so drastisch sagen, versagt. In 10 Spielen schaffte seine Elf nur einen einzigen Sieg. Aus dem Ruhrstadion meine Kollegen Eugen Kraus und Wilfried Mohr. Hier ist der Holger Ursig, hier ist Bochum, das Ruhrstadion, der ist wieder in Marseille und wenn er heute hier geblieben wäre und hätte sich das angeschaut, was seine zukünftige Mannschaft zu bieten hatte gegen Bayer Uerdingen, dann hätte er möglicherweise nochmal, wäre er ins Grübeln gekommen. Es war eine, ich sage es vorneweg, ganz, ganz schwache Partie. Die Unzulänglichkeit an sich war das Ereignis des Abends. Dennoch, es gab einige gute Szenen, wie dieser Schuss von Wegmann gleich zum Auftakt der Partie, die nach offizieller Darstellung von 11.000 Zuschauern gesehen worden ist. Und das hier, das Missverständnis des Abends zwischen Klinger und Fach. Jupp Nehl, der später als Ritter in der zweiten Halbzeit nämlich herausgenommen wurde, Libero spielte, leitet diesen Angriff ein. Es war nach schlappem Auftakt die zweite Chance für Wegmann. Ja, der VfL Bochum, er spielte wieder mit Leifeld, den wir gleich sehen werden. Hier haben wir ihn. Und er prüfte den Uerdinger Schlussmann Dreher. Leifeld also zum ersten Mal wieder von Beginn an. Und später sollte auch auf der anderen Seite jemand kommen, den man bislang nur vom Hörensagen her kannte, nämlich Chapuisat. Er ersetzte diesen jungen Mann hier, Marcel Witteschek. Und da haben wir den Schweizer Nationalspieler. 21 Jahre alt ist er. Und man erwartet in Uerdingen ja noch eine ganze Menge von ihm. Witteczek übrigens verletzt aus der Partie gegangen. Er hatte sich eine Zerrung zugezogen. Dann ist diesen Freistoß. Wir sind in der 25. Minute im Ruhrstadion für Bayer Uerdingen. Die Mannschaft bis dato hatte sie noch nicht einen einzigen Schuss auf den Kasten des VfL Bochum abgegeben. Und sie ahnen schon, was kommt. Nämlich das hier, das 0:1 durch den zweiten Saisontreffer von Stefan Paslak. Wir sehen das Ganze noch einmal. Der Jubel der kleinen Kolonie aus Krefeld, die mit angereist war hier ins Ruhrstadion nach Bochum. Und dann versuchten sie alles, die Hausherren, mit der Brechstange bisweilen. Hier haben wir wieder Leifeld, der zu Fall kommt. Man fordert Elfmeter. Es gibt einen solchen nicht. Wegmann setzt nach. Hier dieses Gewühle von Leifeld gegen Kleppinger. Die beiden lieferten sich rassige Duelle. Und immer wieder der VfL Bochum. Es war ein Spiel heute Abend auf ein Tor. Aber zumindest bis zu diesem Zeitpunkt blieb der Erfolg versagt. Das ist Jupp Nehl mit der letzten Chance vor der Pause. Und dieses Mädel hier, diese junge Dame, hatte dann Zeit in der Halbzeit, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Im zweiten Durchgang alles wie gehabt. Wieder Nehl und Wegmann. Er kommt nicht mehr ganz ran. Und dann klärt Andreas Sassen kurz vor dem eigenen Kasten. Ja, 4:1 hatte Uerdingen im Hinspiel gewonnen. Dafür wollte sich der VfL Bochum rehabilitieren. Immerhin bei einer Niederlage wäre die Mannschaft ja in den Tabellenkeller reingerutscht. Und es wäre nochmal eng geworden. Und hier hätte Chapuisat eigentlich schon die, ja, man sagt so schön, Vorentscheidung auf dem Fuß gehabt. Timo Konietzka bis dahin trotz alledem noch recht zufrieden. Seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Und dann zeigen wir Ihnen noch einen Ausschnitt dessen, was sich hier meistenteils tat auf dem Spielfeld. Und eigentlich ist nur diese 5-minütige Zusammenfassung die Ehre der Erwähnung wert. Ansonsten solches hier, ein Fehlpassfestival hüben wie drüben. Wobei man sagen muss, dass Uerdingen noch ganz gut eingestellt war. Hier ringt Schiedsrichter Umbach nach Luft. Er hatte einen Ball abbekommen. Das Ganze, man wusste nicht, sollte man weinen oder lachen, weil es eine Sketchparade war heute Abend in Bochum. Es war das Schwächste, was ich je in den letzten 2, 3 Jahren immerhin gesehen habe an Bundesliga-Begegnung. Dieser Schuss hier von Legat noch. Und dann neigte sich die Partie schon gegen Ende. Der VfL kopflos, ratlos. Dieser Versuch hier von Jupp Nehl nochmal, dabei tritt er mehr in den Boden, dass er den Ball trifft. Und die letzten Sekunden in dieser Partie, die, und ich möchte es noch einmal sagen, eigentlich eine Zumutung fürs Publikum gewesen ist. Holger Fach prüft Wessels mit diesem Schuss. Und dann die 90. Spielminute. Gleich werden wir Holger Fach noch einmal sehen. Das ist Chapuisat, der gut spielte für die Zeit, in der er dabei war. Und da ist er, Holger Fach, setzt dem Ganzen hier die Krone auf. 3, 4 Angriffe hatten sie gefahren, die Krefelder, in dieser Partie. 2 Tore gemacht. Sie fahren einen ganz wichtigen Sieg ein, gewinnen 2:0 in Bochum.
in einer denkbar schwachen Partie, aber das wird ihnen egal sein. Und der VfL Bochum, er rutscht möglicherweise jetzt doch noch in den Abstiegsstrudel hinein. Und Trainer Saftig sagte nachher auf der Pressekonferenz, einige meiner Spieler haben offensichtlich nicht begriffen, worum es heute hier ging. Das war's aus Bochum, Schwamm drüber, zurück nach Köln zu Burkhard Weber. Also ein 0:2, ein Spiel mit Toren der Schlechter.